Story to go. Das Konfuzius-Institut München erzählt Ihnen chinesische Geschichten. Das Haus und die Raben lieben. Ai Wu Ji Wu. Übersetzt von Natalie Emmert. Gegen Ende der Shang-Dynastie vernachlässigte der regierende König Shang Zhou immer mehr seine Pflichten und wurde zuletzt von seinem Nachfolger König Zhou Wu gestürzt. Daraufhin brach im Land Chaos aus und König Zhou Wu suchte nach einer Lösung, um die Shang Zhou gegenüber loyalen Soldaten zu besänftigen und wieder für Frieden und Stabilität zu sorgen. Der adelige Jiang Tai gab ihm einen Rat. Wenn du jemanden magst, wirst du selbst die hässlichen Raben auf dessen Dach liebgewinnen. Wenn du jemanden aber nicht magst, wirst du selbst beim Anblick seiner Hauswand Hass verspüren. Du solltest die Soldaten des Shang Zhou töten lassen. König Zhou Wu stimmte Jiang Tai jedoch nicht zu und befragte den Adligen Shao. Dieser meinte, du solltest die schuldigen Soldaten mit dem Tode bestrafen und die Unschuldigen freilassen. König Zhou Wu war auch mit dieser Antwort nicht zufrieden und wandte sich an den Adligen Zhou, der vorschlug, ihr habt die Herrschaft über das gesamte Land übernommen. Deshalb solltet ihr nicht nur eure Freunde und Familie respektieren, sondern auch andere gut behandeln. Nur so könnt ihr inneren Frieden finden. Ich denke, ihr solltet die Soldaten nach Hause schicken, damit sie ihre Familie sehen und auf dem Feld arbeiten können. König Zhou Wu war nun zufrieden und folgte dem Rat Zhous. Er regierte stets mit Herz und machte die Zhou-Dynastie zu einer der wohlhabendsten und mächtigsten Dynastien Chinas. Heutzutage benutzt man das Sprichwort „Das Haus und die Raben lieben“, um zu beschreiben, dass man auch die Interessen und die Umgebung einer Person, die man liebt, mag. Ai Wu Ji Wu. 商朝末年，商纣王昏庸无道，最后周武王推翻了他的统治。周武王想要安顿好商纣王留下的军队，结束战乱，安定天下。姜太公说，喜欢一个人，也会喜欢他屋顶上丑陋的乌鸦，而憎恨一个人，就是看到他家的篱笆墙也会讨厌。大王应该杀掉那些将士。周武王不同意姜太公的意见，就问了少公。少公说，将士中有罪的杀掉，没罪的可以放掉。周武王仍然觉得不满意。周公说，大王取得了天下，应该既不偏向自己的亲友部下，又能尊重其他人，这样才能平复人心。我觉得应该让商纣王的部下回家务农，和家人团聚。周武王听后非常高兴，于是按照周公的建议治理天下，周朝不断强盛起来。现在，人们用爱屋及乌
比喻喜爱某人，从而爱和他有关的人和事物。